Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu GTFO Training Day. Wir versuchen heute mal B3. Allerdings machen wir zuerst eine kleine Aufwärmrunde hier schön nach A1 und weil gerade der liebe Gampam seine 1000 Points gewastet hat. Was, 1000 Points? Ne, warte mal. Kostet 500. Haha, warte. Ich hab jetzt hier auch schon die Base Machine abgespielt. Na, Digga. Achso, ist das schön. Was hat denn Gamda für... Was ist das? Das Stream-Avatar ist manchmal echt komisch. Wie schön. Alright, nobody dies today. Do you? Alter, seit wann kommt die... Das ist ja geil. Habt ihr es auch gerade gehört? Meinst du den Spruch? Ja, ja. Ne, ist eine Maschine. Eine Mod? Ja, die haben Voice Lines aus dem Spiel entfernt und die Mods fügt diese Voice Lines, die entfernt wurden, wieder hinzu. Ach, wie geil. Naja, was ist entfernt? Ja, hier ein Kollege hat gesagt, dass diese Voice Lines ja schon im Spiel vorhanden sind, aber diese irgendwie nicht getriggert werden. Also die werden nicht ausgelöst, die kommen nicht zustande. Das ist nicht irgendwie ein bisschen kacke. Deswegen. Die habe ich aber schon länger dabei. Es kann vielleicht sein, dass dir das jetzt aufgefallen ist. Hm, okay. Interessant. Die sagen Dinge, wenn du Türen öffnest, die du noch nicht aufgemacht hast. Die sagen Sachen wie point your weapon on the door. Also, die haben da auch Angst, ne? Die flüstern auch jetzt, wenn du schleichen tust oder schreien rum, wenn sie Schmerz haben. Das sind alles so Sachen, die vorher nicht im Spiel waren. Was ich sehr schade finde, weil dadurch etwas von der Immersion verloren geht. Ja, auf jeden Fall. Und zumal der Sprecher hat ja dafür Geld bekommen, also. Warum nicht auch? Ja, okay, ich meine. Wo ist die Musik? Ich gehe mal schwer davon aus. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute sie da jetzt engagiert haben, die das da einsprechen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da der eine oder andere. Dass da der eine oder andere selbst gesprochen hat. Das kann sein. Na. Wie bitte? Ach ja, er ist wieder in der Hacking-Box im Feld. Mr. Straffe meine Skillchecks bei Dead by Daylight. Das ist was? Ach, Mao talkst du Dead by Daylight? Ja, ich talk auch Dead by Daylight. Also ich hab mir das geholt, das war gerade im Epic Store für Oma. Aber ja. Mir fehlt irgendwie noch so die Gemeinschaft dafür. Der Cowboy wurde genervt, lohnt sich nicht zu spielen. Der Cowboy wurde genervt, ja, das ist sehr tragisch. Cowboy wurde genervt, ey? Quiet. Naja, es gibt einen Killer, der ist halt der Todesbote. Aber ich nenne ihn immer Cowboy, weil er so aussieht. So ein Cowboy geht auf. Der hat so eine Harpune. Sein Gadget ist die Harpune als Killer. Und der Moin! Herzlich willkommen! Du hast es geschafft? Wir haben den jetzt genervt. Oder ich weiß nicht, ob sie das als Nerf bezeichnen würden. Ich würde es als Nerf bezeichnen. Stell dir einfach vor, du musst im Gettetalk auch eine Sekunde warten, bis du das Visier sehen kannst. Ich werde ihn schlagen. Stell dir vor, bevor du angesehen kannst, musst du erstmal eine Sekunde warten. Aus irgendwelchen Gründen. Und das Problem ist, hier, Dead by Dallas kann auch mal ab und zu sehr schnell sein. Da hast du nicht mal Zeit. Wenn du diese Sekunde anlegst, ist der Typ, den du abschießen wolltest, schon längst um eine Ecke gelaufen. Und dann musst du. Da musst du ja wieder ablegen, weil während du visierst mit dem Cowboy, bist du langsamer unterwegs, weil er sich da konzentriert, um zu schießen halt. Gib mir mal gerade eine Sekunde. Also Cowboy ist quasi ein Gegnertypus, also der fünfte sozusagen. Nein, genau, der Killer. Okay.
Es gibt immer vier Überlebende, die Generatoren aktivieren müssen. Und es gibt immer einen Killer und dann gibt es viele verschiedene. Und der Cowboy wäre mein Lieblingskiller. Ich habe immer ein bisschen Munition. Ich gebe dir hier mal ein bisschen was. Zack. Naja, zum Glück gibt's noch den. Zum Glück gibt's noch den Keller-Trapper. Den Keller-Trapper! Ja, es gibt immer einen Keller. Trapper. Genau, es gibt immer einen Keller im Spiel, der ist ja besonders. Außer auf der Raccoon-Map, da ist er scheiße. Und der Trapper ist halt einfach eine Fallenstelle, der kann so Bärenfallen hinlegen. Und das Coole mit ihm ist, du kannst die Bärenfallen um diesen Keller herumlegen, damit die Leute entweder da reinlaufen, wenn sie jemanden retten wollen, oder es entschärfen müssen. Und dann kannst du halt da drum herum spielen. Du legst quasi halt wirklich eine Falle aus, um die anderen anzulocken, was ich immer sehr gerne mache. Okay. Und dann beschweren sich die Leute immer. Also eins kann ich dir schon mal sagen, wo du BBD spielst, ist eine toxische Community. Sehr toxisch. Oh ja. Wenn, egal was du machst, ob du gut spielst, ob du schlecht spielst, ob du freundlich bist, das ist denen egal. Die Leute, die sind da mega toxic. Was? Okay, hätte ich gar nicht erwartet. Ich weiß gar nicht, ob der Chatfilter immer noch so krass ist. Nur Sachen wie Good Game werden auch zensiert vom Spiel. Was? Einfach nur GG oder was? Soweit ich mich erinnere, das ist das schon. Zensur wird da sehr groß geschrieben. Du musst dir vorstellen, wenn die Survivor nicht mit Babyhänden angefasst werden, dann. Vielen Dank für den Host. Sie. Ja, genau. Es ist einfach wirklich so. Ja. Naja, das ist gut bei euch. Was du als Keller machst, ne, alle, wenn Survivor sagen, das darfst du nicht, dann wirst du immer dafür. Du darfst nicht campen, du darfst nicht tunneln. Eigentlich darfst du als Keller gar nichts machen. Alles ist unfair als Keller. Das ist immer so. Ich spring dir hier rein. Quack! Oh, das freut mich bei euch. Also, krass, aber weißt du mal, auf was er allergisch reagiert hat? Huch! Aber wenn man Survivor spielt zusammen, dann macht das Spaß. Oder wenn du Kill Your Friends spielst. Das ist dann einfach nur in meinem gesamten Lobby voller Freunde. Das macht dann am meisten Spaß. Dann hast du nicht dieses Toxische und dann kannst du auch mit Regeln spielen, kannst sagen. Ja, nimmt man nicht diese Overpowered. Wer ist oben? Mhm. Wer ist oben? Der letzte. Nee, ich dachte, da unten ist der Gegner im Nebel. Aber ich dachte auch, ja. Gewesen, der Hund. War auch ganz schnell nicht mehr da. So, die, genau, Stell ist da unten. Der hat schon gepinkt gehabt. Waschmittel? Hm? Ist ja krass. So, ich mach mal kurz den Test, ob hier noch einer ist. Boah. Nice. Bin ich vorhin einer gerade in den Discord-Call gekommen? Oh, der ist wieder gegangen. hier ist noch ein Dreijus Midi. Oh, das ist selten. Warte, ich pick schnell. Das ist echt selten, dass hier unten mal sowas ist. Nicht so schlecht. Hallo Enkelstein, schön, dass du da bist. Geht's gut? Ist ja. Woche ist ja zum Glück hier schon nach Bergfest, von daher alles safe. Jo, drück das Knöpfchen bitte. Drück. Ich hasse das. Wenn Leute hier nicht sagen wollen, wer es ist. Ich habe jetzt hier jemanden gefragt, hier wollte mit jemandem spielen, der hat gesagt, nee, das sind vorbei, der mag ich nicht. Dann habe ich gefragt, wer ist denn das? Und dann sagt er, ach, das sage ich mal lieber nicht. Hä? Warum was? Nicht? Also, ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Nee. Wenn du mit jemandem spielen möchtest, aber nicht jeder Mensch versteht sich halt, dann mag man sich gut. Okay. Da war jetzt irgendeine Person in dieser Gruppe dabei, die mich nicht mag. Und ich habe gefragt, wer das denn ist, weil ich mich dann eventuell daran erinnern kann oder sagen kann. Das ist ein Großer. Ja, okay. Aber er hat mich da nicht gesagt, wer die Person ist. Das ist etwas, was ich mal nicht leiden kann. Hallo? Hallo? It seems that you have been missing one person for very long. Yeah, because... Doc Becker, hey, schön, dass du da bist. Danke für die Gummibären. Then I'm gonna be the German guy. See you later. Okay. So, ich hatte gerade Gummibären auf den Ohren. Was ist passiert? Einer ist reingekommen und will wieder raus? Nein, hier, der Typ ist gerade reingekommen. Okay. Gefragt, ob er mitmachen darf. Weil wir hier schon so lange sind ohne Firmenspieler. Aber naja, so. Oh, lass mal zu. Ja, sehe ich auch so. Da zieht's. Hab ich jetzt keinen Bock. Ja. Da kommt so ein leichter Geruch von Tod raus. Kommt gleich schon der Vermesungsgestank. Ja. Ja, gut, dann ist der Scout aber wahrscheinlich hier in dem Raum. Der kann auch in dem winzigen Raum sein, ja. Der ist hier. Aber der ist, ja. Ich mach ihn kurz weg. Wenn ich ihn sehe. Den. Steht da vorne. Ach was, ich schnapp ihn mir einfach. Ah, ist ja die Kopf nicht richtig. Oh, scheiße, jetzt ist eh vorbei. Nein, das ist ein Raumtrenner, Das Scout ist weg. Scout ist weg, entspannt. Mach das Zeug in aller Ruhe. Ich wollte nur sagen, dass das egal ob Boxer! Ich will wieder hoch. Warte, hast du den Scout jetzt abgeschossen? Klar, hab ich ihn abgeschossen. Oh, ich hab das nicht gehört. Ich hab den Schuss auch nicht gehört, das hier. Das war der Stealth Shot. Neues Feature. Ja, stimmt. Ja, ja. Ein Schalldämpfer auf seiner Handwave oder was? Ja. Da kommt einfach raus hier. Das ist schön. Hallo Xaum. Fluffluff, auch wie schön. Ich mag Fluffluff. Du Fluffy, I'm gonna die. Kann man hier noch ein Case-Opening machen? Ein Case-Opening? Ein was? Ja, ein Case-Opening, aber hier ist keine Kiste. Achso. You need a case for the opening. Ein Case-Opening? Ja, Case-Opening! Case-Opening, oh, ich hab Plastics gewonnen. GZ? Ja. Aber ich war halt bei der Seafloor. Ja, safe ist das. Und Xau, alles gut bei dir? Hast du nicht eben gerade auch gestreamt oder habe ich mich verguckt? Nee, habe ich nicht. Antwort, warum? Weil zu faul. Was hast du denn eigentlich? Hast du ein Gundam? Gundam würde ich nicht austauschen, Gundam ist safe gut. Ich bin erst noch am Testen, ob das überhaupt performance-technisch funktioniert mit GTFO und so. Wenn das nämlich noch nicht so läuft, wenn es ein bisschen zu viel rumleckt, dann mache ich das Ding auch direkt wieder aus. Also ich bin noch mit den Teilen der Erfindungsphase, deswegen muss man gucken, wie es sich verhält. Und tendenziell würde ich sagen, Rechner kann's, aber es gibt ja genug Fallstrippen auch für dicke Grafikkarten, dass da nichts mehr geht. Ja, also ich find's auch ganz nice. Hui, guck mal hier, Party! Und ein für dich. Und ein für dich. Komm, wie darf ich noch segnen hier? Ave Maria. Und ein für dich. Der ist noch nicht weg. Jetzt ist er. Du hast doch safe. Du willst du dabei sein, mein Schild. So, das war die Demonstration How to Get Fall Damage. Dein Lootbox Opening. Oh! Jetzt hat der Bash mein Lootbox geöffnet. Da, es gab Glowsticks! Meine seltenen Glowsticks hätte ich ganz gern. Dann hätte ich nicht den Scheinwerfer mitnehmen müssen. Ja. Siehst du? Geht doch.
Du hast das genau verstanden, Sau. Ich treffe meine Skillshots. Ammunition! Gönnen wir mal eins. Der geschrien? Ja. Aber. Oh, da ist er dich. Und als dich. Benutzt denn da nicht seinen Hammer? Ach, ich verdammt mal ein bisschen schießen. Ja, natürlich. Das Level ist eh gleich vorbei. Stimmt. Draußen ist noch eine Box gewesen, habe ich gesehen. Da war auch noch ein Ammo-Pack übrigens an der Ecke. Hat man mal einen schon mal gedrückt, da waren zwei U's drin. Jetzt ist nur ein Einser. Ich gebe dir mal Tool hier, dass du dich hinterher halten. Jo, ich halte an die Tür zu, das passt schon. So. Brauchen dann eigentlich nur theoretisch gesehen zwei Minen und das reicht. Ja, bis jetzt war das Level aber echt entspannt. It's a bad kitty! So mit Tool. Hast du nicht gesehen, was ich versucht habe? Ja, aber ganz ehrlich, Hinkelstein, das liegt aber auch an der Anzahl der Stunden, die du das Game spielst. Es gibt ja andere Level, wo dann halt die Dicken kommen, großen Archer und so. Warte ich mal kurz die Form dran, dann geht's richtig los. Und dann tue ich die ganze Zeit die Form von hinten dran machen, so lange bis du leer ist. Geh weg. Geh weg. Oh, wie schön. Und ganz ehrlich, also wenn es Richtung Charger oder Dickies geht. Oh, kein Abschluss in den Sinn, aber ich sehe schon, da läuft's wieder. Kommt einfach oben rein, der Stinke. Wie viel Schaden hat eigentlich der Schuss gemacht? Hast du getroffen? Das sah ja, für mich nicht so aus. Ich hab getroffen. Ich war, meine ich, auf irgendwas mit 64, 65. Okay, warte mal, wo ist unser blauer Freund? Der ist hier oben. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich mach mal. Achso, nee, Sifon hast du ja unten schon getan gemacht. Mit der Macht der Gewohnheit. Ja, dann hau rein. On me! Auf jeden Fall Übung macht den Meister. Und spätestens bei Chargern und so habe ich dann auch nicht mehr so die Muße, überall rumzuspringen. Geht auch gar nicht. Ich hatte. Kurz vorm Start von GTFO hatte ich eine interessante Meldung gehabt, von wegen hier Euler Accept. Und ich hatte für den kurzen Moment den Funken einer Hoffnung, dass der neue Rundown da ist. Hat mich das Game wieder schön getrollt. Meine Fresse. Nächster Skin. Ja, nice. So, mach weg das Ding. Ach, gesagt, ich dachte, hier wird hier ein bisschen gecampt, ein bisschen gekitet. Nee. Ach, dann halt nicht. Ja, die Mine macht doch alles. Sehen noch irgendwelche. Ja, ich glaube, eins, zwei ist noch da. Ja. Meins? Ist hier kein aggressive? Oh, guck mal, die der Schießbude. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, ja. Ich bin nicht getroffen. Boah, das ist ein Baby. Da war einer. Hallo. Okay. Oh, bitte, ich schieße auf Menschen. Ich dachte, das wäre ein NPC, Entschuldigung. So, dann change mal kurz den Rundown zu B3. Hoppla.
Ja, vielleicht finden wir noch jemanden, der mitmacht. Ja, gerne. Pickelschein, wie sieht's aus? Ach, ich sehe, dass der Kaisen wieder in dem Chat ist. Der darf sich auch gerne bei uns. Kaisen, Xau. Der Kaisen. Fortendecker, Lexi. Jawohl, B3 ist da. Hau. Kaisen, machst du mit? Echt jetzt? Ja, dann kann er mir mal, dann kann er mich mal carryen durch B3. Ich bin das neue. Kann er mich ja carryen. Ich nehm Cyber Sentry B3 mit. Ich will die ganze Zeit Disney-Fall sagen. Was ist denn los mit mir, ey? Disney was? Ich habe einen Kollegen bei mir im Chat, den hatte ich gestern Abend nochmal kurz gestalkt auf Twitch. Er streamt auch und war mit einem Button mit einem Bekannten in Phasmophobia drin und ich habe kurz über GTFO geschnackt und habe gesagt, komm mal gerne vorbei, guck dir das Game an. Und ich will den Namen die ganze Zeit falsch aussprechen. Ich krieg das nicht auf die Kette, ey. Ist mal passiert schon A38. Ja, nice. Was, Kaisen, erst erstmal Pizza. Oh, Mann. Kaisen, du bist ein Gamer, du isst und spielst. Kaisen, man kaut mit dem Mund, nicht mit den Händen. Kannst du eine Hand Pizza essen und den anderen Scouts töten? Super, ich darf nicht den Namen falsch aussprechen, aber für Disney-Fall finde ich irgendwie ein geiler Name, somehow. Scheiße, ich krieg das nicht hin, ey, mein Kopf. Egal. Also, es ist jetzt nicht repräsentativ gewesen, glaube ich, für das ganze Game, auf gar keinen Fall. Das war eigentlich nur ein kleines Warm-up und das A1-Level ist einfach das Level, wo du einfach durchrennen kannst, gefühlt. Es ist easy going. Das GTFO sieht in den tieferen Ebenen ganz anders aus. Tja, heute schlecht mit Zocken. Können wir gerne mal machen. Jo, easy. Kann GTFO doch gar nicht. Kommst du auf Twitch, möchtest du so ein paar neue Spiele angucken? Siehst so Get the Fuck Out Streamer. Siehst wieder durchrennen und Hammer alles rummetzeln, denkst du so, oh, das sieht ja ganz cool und einfach aus. Standst du selber, kommst du genau. Kriegst du erstmal direkt oder eins aufs Maul, direkt im ersten Raum. Nee, nee, das ist so, denkst du so, oha, ist ja ein geiler Shooter, laufen da durch und alles easy. Und dann selber spielen, dann erstmal, ah, was ist das denn für ein Scheißspiel? Ja, genau. Refound. Da steht da ja gar nicht, dass das Souls-like ist. Oh, nice. Warte mal, soll ich mal die Lobby immer fix auf dem Dings posten? Kannst gerne ein LFG machen, ja. Da machen wir das feines LFG. Warte mal, guck mal, was ist denn Europe, Digga? So, dann looking for one more. B3. Pupp, hier geht's rein. Und ich brauche nur einen Einladungslink für unsere MOBA mit drin. Ich glaube in 7 oder so. Nee. 8, 17. Leute einladen. Klick kopieren. Reinschmeißer. Ich muss hier die Deutschlandfahne noch hissen kurz. Oder Abfahrt. Ja, das ist doch nicht so schlecht. Es gibt vier Arten von Leuten. Disney-Fi? Ja, da gehöre ich zu Nummer 1. Denisify? Dini? Und Mafidi ist richtig ausgesprochen. Okay. Ich glaube, ich muss bei dir nochmal kurz lurken gehen. Ich hatte es gestern zu leise. Oder es haben zu wenig Leute den Namen gesagt. Warte, ich habe eine Idee. Warte. Wo ist es? Was geht, warte. Hallo. Huch. Nesefy. Nesefy. Ich. Was? Der ich. Nesefy. Nesefy, was? Warte mal. Oh, ist der Kenai. Oh, du musst mir das Spiel bitte beibringen. D-N-I-S-E-F-I. D-N-I-S-E-F-I. Okay. Meine Zunge fühlt sich leicht gebrochen an. Warte, ich bin ganz cleverer. Ich joine gleich wieder. Dann bin ich der vierte Spieler. Dann muss ich nicht der zweite sein. Ich mag den zweiten Spieler nicht so sehr. That's racist. Nein, das hat nichts mit seiner Hautfarbe zu tun. Ja. Mauro, bist du? Mauro, du kannst joinen. Ich komme nicht. Ich sehe schon gerade. So, ich gehe kurz mal um die Ecke. So. Achso, wenn ihr alle ready macht, dann kann ich ja drüber abdrücken. Das sieht aber schon. Noch hier schnell ein paar Booster ausrüsten. Also Tools sehen eigentlich ganz. Ja, stimmt.
habe ich denn wieder für einen Schwachsinn bekommen? Trip Mine Damage Plus. Ja, genau, weil ich auch Trip Mines habe. Regen, Resource Equipped. Nope. Aus. Pfeif dich. Special Armor plus 19, nice. Hatten wir Poison Fog hier, oder? Das giftige Nebel drin, jawohl. Hatte ich noch einen Booster gehabt, der mir Resistance gibt? Nee, sieht nicht so aus. Möchte mir die Resistance Bioscanner, aber das habe ich nicht. Nee, ich hab aber hier Melee Damage. Ich hab Melee Resistance mit Human Proximity. Resistance am Arsch. Boah, Melee Damage minus 8 bei Infection Resistance. Alter, Infection Resistance plus 87. What geht denn hier, Alter? Nehm ich. Oha. Oha. Bei Melee Damage minus 8. Boah, mein guter Hammer. Da muss ich mir wieder mehr was draufkloppen. Kannst du das Sniper Sentry mitnehmen, wenn es geht? Hier eine Auto Sentry, die ist hier nicht so geil. Oh, ich habe Auto Sentry mit, my bad. Ajo. Ja, da würde ich sagen, Abfahrt. Und bis gleich. Ein Fluffelfluff. Fluffelfluff. Abfahrt. So, Strikies sind schon weg, Ju. Und? Was gibt's heute für ein Bento? Okay. Das sieht aus wie Michael Curry King. Das ist doch mit Absicht so gemacht, oder? Ja, ich kann's auch nicht. Die Reihe vor mir bitte gedruckt bleiben. Man fand der Collateral. Letzte bitte nicht schützen. Ja, ich weiß. Ich warte schon auf grün. Hörst du? Ist das eine normale Wave? Das ist eine normale Wave, richtig. Also, du bist schon am Kiten? Ja, so ein bisschen. Muss ich ja warm spielen. Wo ist der andere? Ach, da unten.
Es könnten ab und zu mal ein paar Zeug kommen. Ja. Einer ist da gewesen. Jetzt das scannen. Der geht wieder runter. Bin durch. Ja. Ich geh zum Mau. Muss ich nicht. Man kann doch jetzt scannen. Okay, setz fertig. Dann komm ich jetzt mal zu euch. Einer bist nicht rausgekommen auf dem Schatten. Ach Mist. Und mir vorbeigehuscht. Ist das eine Punishing Rift oder ist das Trigger? Dodger Wave kommt. Ich hab gerade nichts gemacht. Und die sind keine Chargers. Das ist ein Shooter. Ich hab mich alle gegen den. Ja, wir warten mal kurz auf die Charger Wave, die ist. Ammo-Pack. Ammo-Pack? Ja, liegt dort. Da kommt sie schon. Wo genau? Genau, bei blau dort. Hab's. Ich kann sich mitnehmen. Die Uses, Alter, Vater, wie gut. Kriegt gleich jeder nochmal einen Shot. Ach, das ist die anderen. Ich weiß nicht, die waren hinten stuck an der Tür. Die haben sich nur bewegt, weil ich die abgeschossen hab. Ja, sehr schön. Oh Gott. Jetzt wurde jetzt wohl mehr gleich, genau. Ne, gerade wieder irgendwo durchbrennt. Ich geh schon mal nicht ins Laut kommen. Bleib draußen. Hört sich jetzt aber nicht so praktisch an. Wie hast du drauf bekommen? Nicht alle, aber die laufen mir alle hinterher. Let them come. Sind die? Ach da. Die Turbine. Doch mal ganz gerne hier. Jo. Da muss ich sie pennen. Tool. Ich gönn mir aber ganz kurz ein bisschen Tool, wenn ich darf. Ich hab die Turbine. Würd gern einen Shot haben. Oh Mann, dann muss ich jetzt ja gar nicht springen müssen. Okay. Ah, ist er nur ein Shot? Wir müssen auf die linke Seite. Also da, wo jeder von mir bekommt jetzt mal ein Dings gedrückt. Ey. Oh, das sind Dings. Ah, fuck! Daneben! Da ist noch einer! Okay, Mau hab ich noch nichts gegeben. Mau, bleib mal kurz stehen. Eine Sekunde bitte. Muss ich kurz mal unlocken. Hab dich. So, einer fehlt doch noch. Wo ist denn der andere? Wo ist denn grün?
So, wurden da unten schon Minen platziert? Ein Grün ist da unten irgendwo. Gut. Wer holt die Minen dabei? Oh, komm jetzt. Ah, okay, du machst schon alles klar. Mal, du gehst runter, du hast Bioscan, ne? Ich geh runter, ja. Ich geb dir Leben. Nein, kein Leben, Leben, alles gut. Ich hab wieder auf 55% reich. Wer will runtergehen? Was meinst du? Ja. Ich pull gleich, ich pull. Funktioniert's oder soll ich selber machen? Kann ich pullen? Ja. Ah, die waren schon die ganze Zeit. Achso, sorry. Ich habe eine Mine nicht gut hinbekommen. Ich habe R2-D2 noch nicht gespielt. Ach du Scheiße. Okay. Braucht ihr Hilfe? Ja. Watch your back! Oh Mau. Ich hab grad in deine Richtung geschossen. Ich glaub, ich hab dich nicht erwischt. Nee. Ich bin gleich wieder da. Macht's euch gemütlich. Entspannt. Pack schon mal die Pfeife aus. Ich halt die Chargers. Bin dabei. Ja, komm hier zu mir. Die kommen nach hinten. Kommen aus dem Loch raus. Oh, der Scout. Oh, die haben den Scout getriggert. Hui! Doppelfahren. Oh. Unlucky timing. Hä? Ah, hinter! Ich hab nicht getroffen, Bot! Aua! Wo ist er? Oh, der hat mich gerade gut erwischt. Charger haben mich geholt, die da unten gespawnt sind. Das war jetzt sehr unlucky timing, wo die da gespawnt sind. Aber das passiert. Uff, Scheiße, ich hab grad keinen Überblick. Ich auch nicht. Wo steht der Sleeper? Okay, du machst Mau. Die kommen von der Tür unten. Alter. Aber wenn du noch einmal schreist, dann schieß ich dich. Und wer schreit? Er meint dich wahrscheinlich, weil der gerade meine Ohren wird übelst laut, ja. Direkt beim Hochkommen auf die Mütze. Mehr Takt, please. Warum macht da deiner? Ja, ich pull nur den Raum hier. Hä? Warte mal, sind das wieder Gegner, die da oben? Wir können erst vorbeikommen. Was? Okay, hier ist keiner drin gerade. Die sind alle woanders. Das ist gut. Dann gehe ich jetzt zum Terminal. Das war hier irgendwo. Tja. Huch, warte mal. Das ist in B. Oha. Der ist gar nicht so weit entfernt. Guck mal hier. Ich hab mal eine Linie gezogen. Okay. Komm aus dem Loch! Wirklich? Ja. Ach, ja. Du Kacke. Nee, ich bin tot. Aber es ist nicht so schlimm. Naja. Wir haben unseren Bioscan-Mann verloren, von daher finde ich das schon schlimm. Und wenn ich gerade schliege, sind keine Gegner. Ah! Irgendwer schätzt sich von mir. Alter, der hat kein Collateral bekommen, was?
nichts. Uiuiui. Während ich schnell die Turbine und dann ich gehe nochmal peng und dann gehst du das, den Schlüssel machen. Mit denen keine Gegner sind, das sieht aber anders aus. Das also man hört Gegner, aber die sind alle woanders. Yep, ich habe den Strich wieder gemalt. Ja, ich laufe drauf zu. Hast du es gefunden, oder? Ja. Ich hasse es. Ja, dann raus hier, ne? Nicht so viel Zeit verloren. Ja. Bin ich voll also, bei euch. Wir kriegen auf jeden Fall nochmal den Charger Wave. So, die spawnt gleich. Jo, yep, glaube ich auch. Ich hoffe, da unten gibt es eine gute Kapuzone, ey. Okay. Alter, Vater, 85% Infection. We need an orange keycard here. Do we have that? Nee, ich hab eine rote. Oh. Oh mein Gott. Auf dem vorderen Bereich hier. Kommt hier rein, einfach rein in den Raum. Auf, Jungs, kommt her. Lasst euch ein bisschen formen. Warte! Ich halte über die Wand gehetet, der Hund. What? 0%, Alter! Ich hab 0% Leben! Ich leb noch! What? Was ist das für ein Gleitkommafehler? Oh. Alter, okay, das hatte ich auch noch nicht gehabt. Ja, ich hab dir noch einen Schuss mitgegeben, glaube ich. 0,0001 oder sowas. Leben, keine Ahnung. Nicht mehr anzeigefähig. Neue Game-Mechanik. 0% ruled noch. Alla. Oh Junge, ich bin wieder voll auf dem Trip. Auf welchem? Auf den Affection-Trip. Oh, aber es ist 26%, ey. Mao ist da schon der Meister drin. 26 habe ich bei euch? Oder hast du 50? Ich hab 50. Okay, sorry, dann konnte ich gerade nicht auseinanderhalten. Passiert. Hier ist noch ein Medpack. Hier ist auch noch ein Medpack. Habt ihr Ressourcen geprinkt, die hier noch sein können? Nee. Ja, das ist noch das Medpack. Hier. Da hinten an der blauen Markierung, ja. Ist das noch da? Auch ein Medpack. Dann hol ich das. So in der Zone. Ja, so. Wir gehen auch noch mal runter in den Keller. Yay! Ich hab mir gerade das letzte Ammo gegönnt. Ich habe am wenigsten Munition gehabt von euch. Haben wir hier? Crystal. Hm? Lol, what? Ich hab's überlebt. Ich war eh auf 15%. Ja, wegen Infection? Jetzt hab ich 20%, ne? Das sind die Strategien. Ja, ja. Nächstes Mal hebe ich die einfach gar nicht auf. Kannst du mal mit deinen 15 und 20% beim Reviven? Hast du 15% Fall Damage bekommen, wirklich?
klar, ich bin schon ganz da oben runtergesprungen. Yay, Geronimo. Warum hörst du noch knattern? Die sind da oben in dem einen kleinen Raum. Ach so. Warte mal eben kurz. Ne, ich muss nicht warnen, ich kann eh schon. Ihr müsst brav fahren. Ja, ganz ehrlich, selbst wenn ich im Nebel jetzt reinrennen würde mit der Resistance, die ich hab. Ich geh eh nur zum Terminal und dann ping ich euch den Stuff. Was ist da? Ah, jo. Stuff. Ich folge dem Mann mit der Turbine. Ja, wir waren auf dem Ping. Ach so. Im staubigen Terminal. Ja, komm, mach schneller mal hin. Es befindet sich in A. Was ist das? Der ist aber oben, ne? Also das ist Amor. Oh, ei. Ich ping erstmal den gymnastischen Stuff. Das hat gebrutzelt. In meine Bauchnabel. Tool ist in B. Okay, nice. Die werden sich aber sehr nah an, die Jungs. Ja, ich bin eben auch stolzzig marschiert. Einer Pack 2 Refill. Was brauchen wir noch groß? Minen. Mein Deployer ist bei 75%. Und außerdem hat er noch einen Explosive Trip Mine on top. Ja, aber wir brauchen ganz viele Minen. Alles echt jetzt? Andere ist mehr so, ja. Gut, dann würde ich sagen, drücke ich mal grün diesen Wunderherrchen vom schönen Tool Refill. Warte, was gucken, dass ich euch jetzt nicht gerade. Ja, genau. Du da. Zack, rein da. Danke. Kapgesund ist auch in Ordnung. Das war direkt rechts oben hier. Der wo? Ping nochmal. Noch ein Stück nach rechts, glaube ich. Oh, ihr seht schon raus hier. Nee, wir müssen. Einfach. Ja. Oh. Hier ist er. Na, was, ne? Hier sind die Gegner jetzt. Yep. Hier ist ein Schloss, das man aufhängen muss. Ich hab ne Capri-Sonne für dich, der Mao. Komm, wir gehen hoch. Alter. Ich hab das Ammo genommen, das ist ein 4 Use. Die Capri-Sonne kannst du mir eine geben. Wir können hier wieder weg, ne? Warte kurz. Ich wollte nur wieder hoch, um das Ding zu holen. Wo ist Mao? Ach, da ist Mao. There we go. So, ich tapp ganz kurz mal raus, bin gleich wieder am Start für euch. Oh, was ist da los? Da hat noch Eddie. Oh, Attacke. Wie viel Capri-Sonne hast du noch? Ich hab noch zwei. Kannst du den Jancho und mir noch einmal geben? Willst du noch haben? Ja. So. Wie viel Prozent hast du jetzt? Gib Jancho 1, halt 50. Ich wollte mich auch gerade sagen.
gebe es dir noch einmal über. Viel Spaß mit. Sehr, sehr. Hat jemand noch Medkits dabei? Weil ich habe jetzt. Ich habe noch einen Dreier. Ja, warte, Ianti, komm. Ich habe Meinser. Ja, tausch das mal bitte kurz. Ich habe ein bisschen hier. Oder warte, hatte ich den Booster mitgenommen? Ja, ich habe ein bisschen mitgenommen. Hier kannst du es hier tauschen. Dann gebe ich das eine gerade noch dem Bash. Jo, bin sofort wieder am Start. Such gerade was. Ach Gott, wo ist es dann? Holy moly. Soll ich Minen für den Scan platzieren oder soll ich die für die? Nee. Also du kannst Minen platzieren, aber das ist so. Ich glaube, die brauchen die nachher. Na, wir kriegen noch Tool. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass die Minen nicht so effizient sein werden. Ja, klar. Alright. So, jetzt, Entschuldigung. Worauf? Ich hoffe mal nicht, die ist aus dem Loch spawnen. Okay, das hat schon mal. Links von uns. Make your shots count. Jetzt kommt der letzte Scan, das ist ein Team-Scan. Oh, die kommen aus dem Loch. Ich will den Scan. Komm her. Ich komme jetzt auf meine rechte Seite auf. Oh, Scheiße. Ich bin genau im Feuergefecht von der Dings. Da ist ein Charger. Ein Charger. Fuck. Das war dumm. Hallo? Ich hab da raus. Ich bin da unten gerade zwischen den Kisten gestackt. Er hat mich da zweimal, glaube ich, abgesnackt oder einmal. Also die neuen Sprüche sind echt okay. Die neuen alten. Eine rechts. Der ist alleine. Ja, dann hinter ihnen Abmarsch. Lol, zwei Schläge, echt? Ja, wenn du gut triffst, ja. Ja, wahrscheinlich hast du einen krassen Booster, oder? Hier ist noch einer, Oh. Gesehen? Der ist alleine. Ich lade auf. Oh, warte, ich warte noch kurz. Okay. Jetzt lade ich auf. Ein Glühstick. Weiß nicht, ob das gerade im großen Raum ist oder auf einem. Da oben ist. Ich guck mal kurz. Er ist hier. Okay, er ist hier. Exzellent. Oh, hier ist noch ein großer. Ganz ruhig. Irgendeiner steht noch da unten. Oh shit! Das war ein Gegner noch unten, der kommt jetzt, der stirbt langsam. Was für ein Typus? Ah, okay, Biggie. Weg! La Bomba. Ich bin voll. Oh, nehm ich. Bin geschnattert. Rechts steht ein Frank, links steht noch ein ganz kleiner. In der Frank. Mitte des Raums stehen noch ein kleiner. Franks sind immer die großen. Yay. Lurke beim Basteln. Oh, nice. Wie lag den Lurk? Was baust du am Rechner, ne? Hier im Raum sind nicht so viele.
fisch erstmal die kleinen raus. Ich komme auch zu blau. Ja. Ich habe aber minus 8 Muddy Damage. Ja, passt schon. Ich gebe an. Sieht's bei euch aus? Wartet noch, lass mich hier nochmal schnell die kleinen. Oh, Bug gewonnen. Okay, schlagen wir. Ist noch einer. Oh fuck. Da hab ich noch viel weggemacht. Oh schön. Du musst nur einen Hit aushalten. Eieiei. Gut, mich hat er auch direkt weggemacht mit einem Hit. 20% direkt gezogen. Let me help you. Aber alle Booster sind an, also Human Proximity geht auch mit Leichen, habe ich jetzt gerade festgestellt. Ach, schön, ich mag den 20% Club. Er ist so einleuchtend. Fehler gemacht, auf den Boden setzen. Während du am Schienen, dann kriegst du eine Kabel. Ja. Lecker, lecker. Ja, nice. Ja, ich zieh mal die Großen jetzt da gleich aus dem Nebel raus. Frage, was machen wir eigentlich? Extreme, hi? Wir machen alles, ja. Wir machen alles? Boah, ist okay. Cool. Check. Du, zieh da aus, ja. Manipulier 100%, Explosive Tripman 100%, passt. Du kannst es noch da liegen lassen. Ich hab schon, also ich hatte eh einen freien Schlag, passt. Nicht von der Leiter stehen, bitte. Nicht von der Leiter stehen? Was für eine Leiter? Oh, die! Da kommen sie. Oh! Uiuiui! Ich muss mal eben zurücklaufen, ich hab Sachen vergessen. Irgendwas Kleines hat er mich gehittet gehabt beim Großen. Running in the 90s. Du meinst wohl eher running in the 20s oder nur 20%? Running in the 20s? 20 hat schon nicht so gut angefühlt. Janti, muss ich das Meme nochmal dir senden oder hast du es verstanden? Nein, ich lebe dieses Meme. Hast du nicht gesehen, wie ich die ganze Zeit in die Franks reingerannt bin? Ich hab's genau vor mir gesehen. Juri, das. Oh, fuck. Also, ich übernehme auch. Ich schicke dem Bash mal das Meme, damit er sieht, was ich meine. Ja, du musst aber schon das sind mit meinem Profil drauf. Ich hab's gerade bekommen, ich guck mir es dann danach an. Ja, kannst du machen. Oh, scheiße, ich nehme jetzt hier runter, da. Den Biotracker hast. Ich wollte eh erstmal zum Terminal. Dann kann sich einer von euch aussuchen, wer das Ding trägt. Oder auch nicht. Schon passiert. Warte mal, ich form das Ding kurz hier. So. Oh, jemand hat den Key schon eingesteckt. Merke ich gerade. Boom, boom, boom. No shit in my room. Spend night together. Together in my room. Oi, oi, oi. Okay, Medi ist schon aufgehoben worden. Capri sind wahrscheinlich auch. Achso, das sind die. Okay, das sind die Sachen alle von da oben. Dann haben wir eigentlich alles. Dann müssen wir eigentlich nur noch den Key einlegen. Oh, das ist am besten von oben aus. Da haben wir so ein. Hier, nee, hier lang. Da haben wir oben so ein kleines, schönes Podest. Da kommen sie Gegner, die können wir aber schlafen lassen. Zwei Stück. Schade. Direkt einer vor uns. Not
Wer den Key hat, bitte mal einlegen. Hab ich nicht. Hat keiner von euch den Key eingesammelt? Nee. Ja, er war nicht im Terminal. Okay, dann müssen wir nochmal gucken. Am Terminal, ich hab da, das wird nicht angezeigt. Deswegen dachte ich, ich hab's schon eingesammelt. Hast du den Key? Nein. Der müsste links an der Seite angezeigt werden, wenn einer hätte. Als Object, irgendwas. Als Mission Object. So, Jungs, gute Nacht. So, warten wir mal. War er schon da? Ja, ich wollte nur nochmal zum Terminal. Guck ich mal, wo er sich versteckt. Achso, du musst da nicht nur reinschreiben, List Key. Ja, mach ich normalerweise, aber hier, List Key ist ja. Ja, aber jetzt wollen wir Bulkhead. Ja, alles gut. Ich guck mal kurz. Boah, jemand hat irgendwie seinen Hammer oder so im Bildschirm. Also, wenn überhaupt, dann ist es meine Hell Rifle. Ja, irgendwas davon. Irgendwas scheint in meinen. Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ja, da fehlt Key zwischen der Zahl und der Bezeichnung. Ja, ich sehe es gerade. Du kannst jetzt auf meinen Stream angucken, da ist es astrein zu sehen. 51. 51. Mach mal hier den anderen. So, ja, wie auf der Arbeit, ey. Weißt du, wenn du irgendwas am Rechner machen willst, kommt ständig einer rein. 391. Wir sind in 51. Warum? Ach komm. Unterstrich Key. Unterstrich. 930. So, dann gucken wir jetzt. In E ist er. Also der ist ganz hinten oben, ist er. Also wieder die Leiter hoch. Ah, Hilfe! Ihr könnt eigentlich hier unten schon mal warten, dass hier nur eine den Schlüssel angeht. Dann spart ihr ein bisschen. Genau. Ich möchte atmen. So, wird das hier eh? Das hier ist eh. Muss hier irgendwo sein, der Schlingel. Der Schlingel. Unten wahrscheinlich, da hat noch keiner nachgeguckt. Da. Eine Box. Ich glaube, die Turbine rennt gerade weg. Das ist euer Problem, wie du den hier bekommst. Habt den Schlüssel übrigens. Jupp. Das ist eine Tür. Schade. Nice. Das ist mir gerade ein bisschen zu foggy hier. Ach, wenn ihr da so 20 Infection habt, das ist kein großes Ding. Ne, ich habe Infection Resist des Grauens. Bis ich Infection bekomme, dauert es eine ganze Weile. Aber auch nichts dagegen, wenn wir die wegmachen. Ja. Weiß ja nicht, wie er damit viel für Munition hier hat. Ach, das wäre Waste, glaube ich. Raus aus meinem Gesicht. Du doch einfach raus aus mir. So, Dash, du kannst mal kurz hier. Kannst du, wenn du magst, ein bisschen Schaum auf der Treppe verteilen, auf der Leiter. Der hier? Jo. Genau. Machst du mal ein bisschen Schaum davor, dann slowest du gegen und dann kommen wir ins Scan. Warte mal, soll ich meine Sentry eben oben platzieren? Nein. Das reicht schon. Ja, da. Ist kein so krasser Scan. So ein bisschen die Gegner verlangsamen ist schon gut.
Haben wir V-Creeper oder sowas? Oder reicht die Turbine? Ich hab nur eine Explosive Trip mal an. Ich hab abgelegt. Die Turbine reicht. Im Notfall gehe ich in einen Scan rein, wo ich Infection kriege, das sterbe ich nicht. Okay. Aber Infection ist eine Sache. Ich glaube, der Gegner, den du nicht siehst, ist eine andere. Ja. Ich hab einen Biochocker dabei. Sie haben eine Armee, aber ich habe einen Hulk. Wir haben einen Hulk. Aber du machst mich noch ganz rot, hör auf damit. Tut mir leid hier, Hawkeye, ich meinte nicht dich. Du musst dir irgendjemand einfallen, der nicht richtig nutzlos ist. So, wo ist der nächste? Da hinten? Nee. Oh Mann. Ach, da. Oh, das ist ein richtig schöner Scan, Kappa. Ja, ne? Oh, bitte. Oh, ich bitte nicht auf den Schiff. Ich hab sonst Angst. Oh, das ist ein Charger. Aua. Oh, Walter. Oh. Zurück. Ich liege. Uiuiui. Abfahrt. Ah, shit! Alter, ich hab keine Ahnung, wo ich gerade bin, ey. No way! Hilfe! Ja, was war das aber für ein Abfuck-Scan, Alter? Unlucky. Irgendjemand läuft in die Tür. Oh. Ach, Mann. No way, ey! Der hätte die Top-Tab nicht fallen lassen dürfen. Ah, fuck! Wo geht's hier raus? Na, alles gut, das ist vorbei. Ich sehe überhaupt nichts! Geradeaus! Geradeaus, hier ist ein Hindernis, Alter! Ja, links. Links? Jetzt? Hilfe, ja, wo bin ich? Naja, du rennst die ganze Zeit im Kreis. Ja! Geradeaus! Oh, ja, fuck! Kann ich die Leiter nicht sehen? Jesus. Ich hab die Leiter nicht, ich hab nichts im Raum gesehen, gar nicht. Ich auch nicht. Ich bin irgendwo stecken geblieben. Oh mein Gott, ey. Es ist so deprimierend, wenn du einfach irgendwo hinläufst und du stuckst plötzlich, weil du gegen irgendwas haust. Bitte nächstes Mal die Turbine in der Hand halten. Ich weiß, weniger Feuerkraft, aber nichts zu sehen ist nicht so geil. Boah. Die waren zwar gescannt, aber danach kam der Nebel und dann wussten wir nicht mehr, wo die Dingstür ist. Wir hätten nur noch zur Balkentür laufen müssen, da hätten wir dann schießen können. Weil da oben hast du ja keinen Nebel. Und dann hätten wir alle auf der Leiter abschießen können. Ich hätte gern plus 50 Foxside. Es gibt, ich könnte einen Booster mitnehmen mit Fog Repeller Power. Nein, das war jetzt eine Spezie. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so viel. Kann ich mal machen. So. Dann müsst ihr aber. Ah, nee, das geht schon. Habe ich vielleicht noch einen? Jetzt habe ich ein bisschen mit Efficiency, also 13%, aber. Da komme ich nicht mal hier. Fuck Repeller Power mit, das ist bestimmt witzig. Ach, ehrlich. Was kann ich noch abwehren? Was ich. Alles eigentlich. Muss gleich einkaufen gehen. Special Damage. Ach ja, easy going. Infection Resist. Nee, würde ich mir. Das ist mein einziger. 2 Minuten zu spät, aber egal. Ich habe ganz gerne behalten. Nimm mal Reaching Cap. Okay. Jetzt nehme ich Minus und Effect Resist, um meine geilere Sniper Sandwich zu haben. Muss ewig der Mist. Oh, geht schon wieder los. Abfahrt. Ach so, ja. Booster. Oder?
Oh, doch nicht. Naja, also gewonnen würde ich das jetzt nicht nennen. Weil ich glaube, Hai hätten wir so problemlos schaffen können. Jetzt schon beide weggemacht. Ja, die sind weg. Das passt. Ach, schön. Das wäre aber ein schnelles Game Over. Security door. I'll check it. Let's get him. Conserve your ammo. Ah, schöne Collateral dabei, meine Herren. Kommt zu uns. Was ist das denn? Geht zum Mau. Fertig. Oh, zu viele. Gibt's doch nicht. Da steckt aber auch immer woanders. Wo ist hinter dir? Wo ist denn der letzte? Ah, ich hab den gerade weggemacht, die warten. Die Charger Wave. So. Na dann, lass sie kommen. Ich hab einen 2er Medpack. Charger Wave kommt. Oh, was machen die da oben? Zum Glück bin ich da raus, Junge. Achtung, Achtung. Ist die Tür bei euch offen? Natürlich. Nein, nein. Entschuldigung. Nee, ich glaub, ich komm. Ey, er rennt weg. Was fällt hinein? Er kommt wieder. Wir sind schwarz sein. Nicht auf der Leiter schießen, die sind unverwundbar dort. Lol, what? Es gibt keine Sterbeanimation auf der Leiter für die. Okay, gut. Geh mal, mach den Scout weg. Okay, Raum ist getriggert. Hat er sich das so gedacht? Oh. Das hat zu lange gedauert.
schlagen. Irgendwo hab ich noch einen Shooter erwischt. Das schafft sich nicht. Ach, da ist er. Dope! Moin moin! Ja, die Runde läuft nicht so gut. Ist der Key in der gleichen Raum wie eben? Ja. Okay. Bauen aber die Turbine. Ich guck schon gerade bei den Passports, wo sie gerne noch steht. Hab sie gefunden. Resource Locker! Hier ist ein Tool drin. Ein Use. Hab ich. Was liegt bei mir? Charger. Wer spawnt bei mir? Ich hab aus getriggert, Ich wollte auch eine Mine blazen. My bad. Rot, komm zurück, Rot. My bad. Alter, dann ist er weg. Aua. Ich hab nur eine Mini geplaced. Oh Gott. Die Charger weg, Rot. Charger ist weg. Ich hab 1%. Schadalalala. Hinter mir, hört ihr? Nervenkitzel. Alter! Hybrid! Oder Big Shooter? Da hab ich reingeendet, sorry. Ah, das ist nur diesen Swarm gesehen. Dang it. My bad. Ich hab. Runde 2. Ich glaube, der merkt sich das aufgrund von dem Namen somehow. Also du wirst immer den Gundam haben. Ich hab's vorher mir erst nicht realisiert. Und mir ging die Tür auf. Ja, it happens. Okay. Oh, die ist so weit weg. Nein, das geht schon. Ich mag Gundam auch, also wirklich ohne Mist. Ich hoffe jetzt nur, dass eh nicht voll ist mit Gundam. Ich glaube, Mecha-Anime ist allgemein. Doch, in der Scout. Nein, ich weiß nicht, ob er voll ist, aber hier ist nicht der Scout. Das ist krass, wobei mit Cardfight konnte ich jetzt nicht ganz so viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Wer ist spawnt bei mir? Also außerhalb. Ja. Ja. Du musst jetzt die Trophy nicht machen. Und dich hier hinstellen kannst. Ich finde das schon sinnvoll, den C-Form da hin zu basteln. Die lutschen den schon ganz gut. Ja, komm mal hier hin. Ich zeige euch das. Was denn? Du kannst von hier aus genau durch die Tür schießen. Du kannst dich hier hindrücken. Oder einer stellt sich hier hin, einer drückt sich. Und dann kannst du einfach den Schlitz abaimen. Und sobald die kommen, schießt du die da weg. Achso, ja. Und komm jetzt zu uns zu nah, schießt die Sniper Sentry in den Rücken. Na, schön. Großig ausrichten. Wir können schon mal zur Tür gehen. Oh, schwarzes Marken habe ich mir gar nicht angeschaut. Ich glaube C2. Achso, nice. Nee, nicht C2. Lelouch of the Rebellion, glaube ich.
Der war überfüllt mit Meshs. Aber ich glaube, ein Mesh-Anime, den ich richtig dick finde, auch wenn mir das Gesinge ein bisschen auf den Sack geht, ist Macross Robotech. Das ist eine Geschichte. Eine andere Liebesgeschichte. Echt? 86 ist auch einer? Den hab ich noch gar nicht gesehen. Warum ist er der Einzige, der schon an der Tür steht? Vielleicht noch eine Kiste abchecken, musst du erstmal das Sentry holen müssen. Du kannst das, beides kannst du machen, wenn wir das Ding auf, hier aufgemacht haben. Dann kannst du dir so viel Zeit lassen, wie du willst. Watch your back. Wenn wir Pech haben, spawnt jetzt nochmal eine Wave. Nö. Nah. Nah. Auf den Lörres. Hä? Wo ist denn das Ding? Ach da. Welches ist es? Ich kenn keinen von dem Ping. Ja. Kann man das eigentlich auch sehen, welches das ist? Nein, das kannst du nur fangen. Oder du schleppst da vorne. Das Spiel sagt dir dann, hier, guck mal. Ja, so ein bisschen. Was 42, die Antwort auf alle Fragen des Universums. Ich habe hier nochmal einen. Und das Sinn des Lebens vor allen Dingen. Es war ganz einsam da unten. What do you think they did here? Ich finde nur Glowsticks. This place is big. Oh, ja. This Glowstick is large. Ach ja. Hier ist noch Munition. Oh ja, bitte, ich hätte gern einen Drück. Ich habe ein Tool gepinkt. Oh ja, finde ich gut. Stopp. Hier ist noch einmal Munition. Wir hatten hier ein bisschen wenig Munition am Start. Wieso habt ihr alle mehr als ich? Weil wir nicht so viel schießen. Weil wir treffen. Jo. Genau. Irgendwie in unsere Minen, ne? Ach, schön. Weil wir treffen. Komm. Ich geb dir mal. Also, ich meine, wenn es keiner will, dann verleib ich mir das einfach mal eins. Ich muss jetzt nicht davor Einsamkeit sterben. Ja. Danke. Kann ich das andere mitnehmen? Dann fahr ich den Protzen-Style. Den Protzen-Style? Ja, ich kann hier mit meiner Ammo protzen. Heißt das hier nicht eher der Bonzen-Style? Ich weiß nicht, ob man das so nennt. Das nennt man so, ja. Guck mal. So, oder doch, ist Leute. Das so? Der Bonzen-Style? This turbine is big. Jo. Ach Janti, was machst du auch immer mit deiner HP-Leiste? Ich? Ja. Tank spielen. 20% Zahl. Das ist schon. Komm mal her, mein Junge. Brauch ich nicht. So, zu spät. Wir brauchen dich am Scan, das brauchst du auf jeden Fall. Komm mal ran hier. Weil wenn du jetzt sagst, mit deinen 20% brauch ich nicht und dann derjenige ist der Schwer. Ja, genau. Nein, das wird erst ein Problem, wenn so ein Pickaboy auftaucht. Dann haben wir ein Problem. Ein Pickaboo? Von unten. Eyes on the corners. Alter. Oh ja, alle in den kleinen Scamp rein. Das Marker. Das ist ein ganz versauter Scan. Der Marker ist, wenn da viele Leute in ihm sind. Attacke. Boah, die haben alle so schön Hüten aufbekommen. Abfahrt! Reload. Die können wir hämmern. Jo. Wo ist der? Steht noch
Das guck mal, keiner. Hab ich doch gesagt, hab ich nicht gebraucht. Ah ja. Das war jetzt aber auch eine Ausnahme. Keine Sorge dafür. Ich hab dich aber davor, ich hab dich davor bewahrt, jetzt wieder in den Giants. So, hier ist noch irgendwo, hier war noch ein Zweier. Ja, das liegt in so einer. Das kannst du da ruhig liegen lassen. Okay. Hier ist nochmal eine Capri-Sonne. Braucht keiner. Noch nicht. Ich hab den Scout noch nicht gesehen. Der ist wahrscheinlich unten im Loch. Hm, wo sonst? Hier sind Gegner drin. So, hier sind so. Ja, 6 Gegner. Aber kein Scout. Oh, Klaus-Sticks. Nee, der ist wahrscheinlich im Loch. In irgendeiner Seitentür drin. Klingt alles klein, Vieh hier. Nö. Sleepers. Was könnte man theoretisch gesehen hämmern? Hm? Sie vorbei. Echt nicht? So, warte kurz, bevor du was machst. Da hinten sind zwei. Ich sehe die zwei. Und okay, da. Verfügbar. Warte. Ein Biggie hier. Hm. Oh ne, ich hab 36%. Was soll denn der Mist? Ist hier bisher nur 3 Gegner hier? Geht. Ich kann 2 mit der Hellbreath erwischen. Sind das alles 3? Ja, yeah, ist alles 3. Wir können die auch leiser schalten. Okay. Okay. Ganz hinten steht noch ein Gegner. Der ist aber sehr, sehr weit weg. Das stimmt. Okay. Wartet noch nicht. Hammer auf Land. Der Angriff. Es war! Es war! Ein Key. Oh. Hä? Oh, da kommt was Großes. Das schafft es schon. Ich hol mal die Bombe. Hat direkt kassiert. Weiter kommt. Und so langsam könnte ich Ammo vertragen. Ist noch ein News, war noch im großen Raum vorhin. Dem hier? Hier. Okay. Janti, guck mal, wie groß mein Wirkbereich ist mit den 2 Liter Power. Ist schon viel, ne? Ja. Ist viel Platz zum Spielen. Wir müssen Scout töten gehen. Wir gehen auf Assenjagd. Genau, davon aus, dass wir nicht schon. Achso, warte, ich muss die anderen noch abmachen. Okay, dann gehen wir zusammen auf Assenjagd. Entensaison. Könnt runter zu mir kommen. Gleich am Start? Eine Krabbenschein ist Ammo einverleibt. Ich hab nochmal 3 Desis am Start. Das ist ein geiler Power. Open up, you big bastard. So, lass ich mal kurz gucken. Scout. Null Boys hier.
In dem Raum sind fünf Gegner, sehe ich gerade, noch andere. Wenn du den Scout abschießen kannst, dann dürfte das meinetwegen gerne. Wenn der Scout gleich den Kopf hoch macht, ist er weg. Ah, shit, ich sehe ihn nicht richtig. Oh. Könnt ihr noch mal kurz eine Sekunde warten, bevor ihr das... bevor ihr das macht, lass mich noch... Ich hab eh gerade klare Schussfeld. Oh, jetzt hätte ich eins. Ja, lass mich bitte kurz vorher die Tür unten aufmachen. Hau rein. Ja, das reicht nicht mehr. Den kriege ich so nicht. Nee, das Gold wird wieder kommen. Kommt sogar auf mich zu gerade. Jetzt könnt ihr mal. Okay, gib mir eine Sekunde. Ich sehe den Scout noch nicht ganz. Na, oder so. Okay. Nee, alles gut. Das war völlig in Ordnung. Weil dadurch, dass ich Host bin, hat der Scout bei mir eine andere Animation. Der hat den Kopf noch am Boden gehabt und ich schieße nicht, wenn der am Boden ist. Bei dir war das nicht so. On me. Und flüstert er? Weil hier noch was drin ist, glaube ich. Nee, bei dem Schuss unwahrscheinlich. Gut, jetzt gehen wir mal kurz ins Thumbnail, gucken, was hier noch für Zeit liegt. Found a resource box here. Medpack! Ein Fünfer use. Ich hab doch zwei. Warte, ich kann's mitnehmen. Also ich hab, genau. Weil ich hab leichte Efficiency. Gut gemacht, Lexi. Achso, dann verteil du mal die Metz hier. Weiter so. Also, Sonne plus. Plus. Ich geh mir einmal selbst. I found Metz. Soll ich das Dreier auch gerade verwenden, oder? Das Dreier kannst du gerade verwenden, ja. Ich glaube, hier muss man mal eins, oder? Ich habe bisher noch nichts bekommen. Doch, von mir. Warte, steht doof, oder? Ja, passt. Okay. Oder jeder. Ja, dann wird's wieder. Die Turbine wieder. Ja, glaube ich, nur 3% plus, aber. Macht mal bitte hier Tür zu und schaffen. Achso. So. Oben auch noch. Geh mit hoch. Ich kann nicht hoch. Jojo, passt schon. Abfahrt. Ah, hier stimmt, Terminal. Alter, der Sound von der Turbine ist bei mir saukomisch. Als wenn die gerade Sparflamme läuft oder so. Ressourcen hier und was wir vielleicht noch was wir noch haben. Welche Sonne ist denn das? Ein was? Welche Sonne waren das? Wenn du nicht weißt, welche Zone das ist, dann gib einfach nur Peng ein und drück Enter. Und dann wird dir in Klammern angezeigt, was das für eine Zone ist. So, 21, 51. Gekämpft. Ach ja. Wir haben nochmal einen True Rifle. Ammo. Ja, ping die Sachen, schreib auf, in welcher Zone sie sind und dann können wir sie, wenn wir sie brauchen, holen. Ich denke mal, jetzt brauchen wir es gerade nicht so dringend. Nach dem Scan könnten wir eventuell nochmal Ammo brauchen. Warte, den Bulkhead Key haben wir da eingesammelt, oder? Den hast du schon eingefügt, ja. Ja. Ja, den haben wir schon. Ein F. Dann machst du hier hin. Was ist ein F-Tool? Ein Ammo. Ein Tool ist ein C. Ja, das war oben. Das weiß ich, das habe ich gesehen. Dann Scan machen, ne? Hat jemand Foggies dabei? Nein, aber ich hab Fog Repeller Power. Wie sieht das der? Ich hab einen sehr großen Bereich, das sollte diesmal. Okay. Nicht dran scheitern, dass ihr wenig sehen könnt. Hast du aber auch im Klartext, du musst die Turbine halten. Ach, deswegen hört es sich auch so komisch an.
Einfach overclockt Torbein. Ich werde natürlich auch noch einen Scan raushauen, aber dann ist ja keiner. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir nicht wieder einen Scan kriegen, der nach ganz nach vorne geht. Ja, der war nicht da, sie. Einer geht wieder hoch, zurück. On it. Ich gehe und muss kurz scannen. Bin im Allgemeinen scannen. Ihr müsst schießen. Oh, schießt der Schüler. Komm zurück, komm zurück. Oh. Komm mit, komm mit. Nicht stehen bleiben. Oh, fuck. Hui, will er hoch, will er hoch. Hier hoch. Die Tür aufmachen und die Fische hier in der Leiter abschießen. Wenn die Tür offen ist, reinlaufen. Halt. Rein. Shooter. Oh. Nimm ich. Shooter Maus. Wo ist er? Einmal kackt der Shooter. Ein Kollege hat ein bisschen Power auf Fog Repeller. Möglicherweise geht es auch auf die Turbine raus. Oh. Das ist die Munition. Ich wollte noch eben sogar. EPTP? Warte. In C. Ich geh gleich mal zurück in C und hol noch das Tor. Ich kann dir zeigen, was es ist. Das ist noch ein Locker direkt vor der Security. Kannst du eine Sentry hier in der Ecke so aufstellen? Mein Goldkirchen. So, dann holen wir mal das Tool ab. Hier ist irgendwo noch ein. Das haben wir aber schon. Was? Gerade. Ne, ich sehe nur auf der Karte, deswegen locker, keine Ahnung, ist da. So. Ja, da. Just saying. Klaus 6. Wow. Krass. Aber nicht vollständig, dass du ein Bart hast, Lexi. Das da oben ist 10, okay, dann nicht doch. Alter, hier ist so viel, krass. Oh, wir haben 6 Tool Rifles. Ja, wir brauchen noch viele Minen. Yes. Ich hab nur ein Explosive einstecken. Ich hätte gerne hier Minen gespielt, weil ich noch so ein paar Booster davon hab. Aber niemand will den Biotracker spielen in der Mitte. Ja, du musst mir nur sagen und dann spiel ich den Biotracker. Ich spiel auch gerne. Ja, aber keiner geht gerne da runter. So. Das stimmt. Das kann ich verstehen. Ich meine, mir ist das egal, ne? Ich hab damit kein Problem mehr. Wir haben super viel Stuff. Robert! Ah, nee, Robert war das, ne? Wer weiß? Wer weiß? So. Okay. Wir können den Scan starten. Wie sieht es mit eurer AP aus? Nur 38. Sieht gut aus. Was ist für Fallschaden bekommen? Ich stand da oben auf dem Ding und dann bin ich einfach runtergelaufen und habe ich da gekriegt. Bin runtergelaufen, das Spiel entschieden, ich falle. Nur weil wir jetzt viele Ressourcen haben, heißt das nicht, dass du da jetzt hier... Jo, ich bin da runtergelaufen, was hätte ich denn machen sollen? Bitte einen Doppelscan, wenn du Ehre hast. Nein, nein, nein.
Oh fuck, Tachis. Hier, alle rein jetzt gern. Oh, sorry, sorry. Ich hab grad Cooler. Was ist das? Oh shit! Tarja! Aber gerade ein Continuous oder was? Glaube ja, ne? Scheint so. Der ist noch ein Gegner, ne? Er hat ja schon die Kampf. Ja, aber wir gucken, da ist nichts aktuell. Nicht. Das Bio-Tracker da wieder machen. Ja, Charger. Also, Charger. Da ist noch einer. Fuck. Da ist er. Noch einer. Den. Gut. Abfahrt. Now that was good bloody work. Okay, wenn du das jetzt schon 20 Mal gehört hast, wird es echt langweilig auf Dauer. Was denn? That is good bloody work. Naja, da nur ich und die Janchen, die so mal haben, werden halt nur die beiden Charaktere, muss ich sagen. So? Ihr könnt die zwar alle hören, aber wenn, solange ihr die nicht habt, sind eure genauso wie vorher. Hm. Komm ich denn da wieder hoch? Weil ich gleich verkacken sollte? Wir sollten ja drüber gekommen. Hier, springen wir zurück. Dann verteilen wir deine Minen. Ich mach hauptsächlich vor die Charger Wave, oder? Du machst überall Minen dran. Wir haben ja. Dann gehst du hier rauf. Das ist. Ah, ja. Da musst du schon. Dann springst du. Mach hier hin. Hier noch am besten an die Tür. Überall. Achso, okay. Und jetzt musst du auf die Boxen stehen. Ja, aber weißt du, es geht darum wegen Hybrids und so. Auf der Box. Muss ich auf die Boxen stellen und dann. Das ist die wichtigste Tür. Gibt es da eine Stelle, wo du da dran kannst? Ja, auch immer weiter so. Ja, da warst du fast drauf. Nee. Kannst du auch hier an der Brücke, kannst du nochmal... Ja, ich weiß nicht. Vorne war nochmal eine... Warte mal, da drüben ist halt die... Rennen hier rum. Ja. Oh, easy, ich krieg's ja kaum Dings. Passt. Ah, die gibt es auch noch eine Explosive, okay. Die Mini sieht nicht ganz stable aus. Achso, war eh eine Trip mine. Ah, okay, ups. Okay. Listen, I'm Leo's employed by the Gallants. Hat jemand noch Ammo dabei? Ammo ist noch da. So, dann hier noch an der anderen Tür. Wo ist unser Minenmann? Ha, wenn man gerade den Teufel spricht, hab sie. I'll check it. Da. Sieht denn eure Ammo aus? Was? Vielleicht. Achso, passt schon. Ich hab noch vier. Aber ich muss auch auf die andere Seite. Ich hab ein Vierer-Tool, also du kannst noch machen. Ja, ich hab... Noch einen Einser-Jus, den würde ich gerne weggehen. Umso mehr Minen wir da haben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das ja easy schaffen. Alter, wie viele Doors sind das? Das sind drei Stück. Macht ihr die gleichzeitig oder was? Die kommen alle gleichzeitig. Kannst hier noch so an den Seiten machen. Oder so, ja genau. Machst du am besten noch einer hier dran? Das muss zwei in die Luft gehen. Ich würde mir ein Brot einmal Leben geben.
Wir brauchen auf jeden Fall HP ein bisschen auch. Ja. Merci. 40. Wir haben auf der anderen Seite noch super viel Leben. Soll ich uns auf 60 hochmachen? Wir können ja in der großen Tür, kommen wir jetzt noch mal ein paar vorbei. Yes. Was bringt das dort was, oder? Ja, da kommen auch zwei BBCs raus. Ah, okay, ich dachte, da kommt nur der Tank. Okay, ist ein Trigger, Happy. Was ist eigentlich mit dir los? Wieso zockst du eigentlich nicht? Bist du gestresst oder was? Ich vermisse ich gerade ein bisschen Action bei euch auf dem Channel. Okay. Den Rest der Minion kannst du jetzt noch in den anderen beiden verteilen. Irgendwo, wo du willst. Ja. Hauptsache nicht zu nah dran, dass sie nicht gleichzeitig in den Luft gehen. Brauchen wir noch Munition? Wenn du mal Tab drückst, dann kannst du ja mal gucken. Ja, ich sehe es noch grad. Anderes da machen? Meinst du Channel oder meinst du Offside? Ich denke, jeder ist ganz gut Munition unterwegs. Ich werde jetzt nochmal eine Halter. Wir sind alle oben, oder? Ich hab hier die Halter schon mal. Was meinst du? Achso. Ja, wir stehen alle nicht unten. Weißt du, also hier oben. Hier mal. Oder? Ja, du sagst mich nicht ein, ich wollte nur eine holen. Ach, ich hole hinten eine. Ich hab die geholt. Ich muss die umtauschen dann. Ganz euch, wo ihr stehen wollt. Ja. Es geht mir noch darum, dann würde ich halt noch hier an der Treppe eine Mine platzieren. Die dürfen das gar nicht in das Zentrum kommen. Das ist das Wichtigste. Die dürfen nicht zu uns kommen. Wenn ein BBC zu uns reinkommt, dann ist meistens schon vorbei. Was meinst du mit BBC? Meinst du ein Hybrid? Weil die machen super viel Damage. Ja, yeah, ich weiß. BBC heißt Hybrid? Das sind die Big Black Charter. Big Black Charter. Oh, okay. Ja, das verstehe ich. Janti, kannst du deine Sentry hier oben hinstellen? Oben willst du die? Ja, auf die Hybrids. Die Hybrid-Tür. Ich dachte, wäre besser, wenn die in Dings. Ja, also, du kannst dir mal ein paar Cello-Points raushauen und ein paar Sounds abspielen. Janti, du guckst auch auf die Tür. Du guckst auch auf die halbe Tür. Das ist deine Tür. Aber warum? Weil da dein Sentry steht. Okay, dann mach ich die halbe Tür. Ich guck zur Charter-Tür. Jemand muss mit mir auf diese Tür da gucken. Also zwei gucken zu dieser Tür. Einer guckt hier zu der Tür. Zu der geradeaus. Ich beide noch einmal hochheilen. Bash, welche Tür willst du gucken? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche hast du jetzt schon. Du hast die hier genommen. Die hier. Okay. Ja, rot guckt mit mir zu der blauen Tür, wo ich gepinkt habe. Aber wir gehen hoch, ne? Ihr könnt euch auch so, wo ihr stehen wollt, das ist scheißegal. Ja, wenn ich hoch. Dann schaue ich zur Halbtür oder wie? Oder? Nein, da steht. Warte mal. Wo sind wir dafür? Wir gehen zu dir mal die andere Tür. Ich bin auch im Reload. Achtung! Oh, ich bin geleckt, Alter. Hier ist noch einer. Hybrid ist tot. Okay, alles gut. Aber jetzt ist es weg. Jetzt könnt ihr euch Zeit lassen. Kein Stress, dem müssen wir nicht so schnell töten. Also deine Pickel schießen, ne? Oh fuck, Alter! Ich seh's gerade, ja. Und wenn er seinen Kopf, einer seiner Köpfe so rot leuchtet, einfach sofort wieder weg. Genau. Das ist ein Tool. Da steht an einer scheiß Stelle irgendwie. Da steht an einer richtig beschissenen Stelle. Aber was für ein riesiger Scan, Alter! Ich habe mir schon gute Hits gegeben. Ja.
Das hat überhaupt nicht gefallen. Oh. Alter, der Snack ist ja der Hammer. Junge. Alter. Junge. Ich hab ihn. Gut. Nice. Ja. Nice. Kannst du die restlichen Minen wieder einpacken. Ja. Wir sind leider weg. Oh, da ist ein bisschen was. My balls are halfway up my arse after that one. Ja, so weit habe ich. Da kommen so viele Quotes, die habe ich noch nie gehört. Das ist eine Mod. Ach so. Okay. Weil viele Audios im Spiel zwar vorhanden sind, die werden aber nie abgespielt. Danke für den Follow. Und diese Mod macht es möglich, dass sie das wieder. Okay. Oder ihr habt ja auch gehört, wie laut mein Typ schreit, das ist auch eine Mod. Ja, eben, deswegen dachte ich, das habe ich das noch nie gehört. Das macht, dass die Leute eben auf die entsprechenden Situationen reagieren. Wenn sie schleichen, flüstern sie. Wenn sie kämpfen, schreien sie. Wenn sie Schmerzen haben, haben sie jetzt Schmerzen. Ne? Okay. Und reagieren nicht wie so Bots drauf und machen mal ab und zu mal so ein Eich. So, haben wir alles rausgekramt. Ich habe den Schlüssel schon. Ich guck nur mal kurz, ob wir auch alles hier hatten. Im Respawn-Raum. Ja, warum auch immer das im Respawn-Raum ist, das verstehe ich nicht. Interessant. Wir haben anscheinend noch ein Tool gefüllt, das können wir uns mal kreuzen. Ich glaube, das ist hier oben noch. Ja. Braucht noch jemand noch? Kannst du es auf den Schaum machen oder auf den Turret oder so? Ich habe jetzt 6 Minen, ich glaube, das passt. Sie vom 42%. 25 Bubbles. Ja, dann machst du mal auf den Schaum, bitte. So, einmal Bier und einmal Schaum. Wer hat den? Ich hab Schaum. Der Bash hat Schaum. So. Nö, 62, nice. Warte. Ach, guck mal, hier sind Fuck-Repeller. Cool. Bisschen spät, aber cool. Weil wir müssen noch einen hässlichen Scan machen, fällt mir gerade ein. Ja, aber wir haben noch Medikits. Hier ist noch ein Zweier, ich war noch ein Zweier. Wer braucht? Das war jetzt aber erstmal der Extreme Part, heißt der Overload Part müssen wir noch machen, ne? Gibt keinen Overload hier. Ach so? Willst du deins gerade benutzen oder was? Dein Medi oder wie viel Use hast du? Ich habe noch einen Use jetzt, von zwei. Dann gib mir das mal. Kann einer von euch nicht geheilt? Genau. Haben wir hier sonst noch irgendwas liegen lassen? Hier ist noch ein Ammo. Ich gebe mir mal eins. Hier ist schon noch einiges, glaube ich. Ich habe gerade so viel Hellrifle geballert, da müsste ich mir einmal einfach rein. Ja, habe ich auch. Das ist noch eine Use, könnt ihr einfach verbrennen. Warte, ich will anders hin. Oder willst du? Warte mal, hier ist noch mal kurz mal. Also das eine könnt ihr verbrennen, das Vierer könnt ihr. Mein Hellrifle ist, glaube ich. Ah, egal. Sehe ich schon weg. Ja, meine Hero auf 20%. Hab ich gegönnt. Halber der Gott! Vierer Use oder so. Genau, Yanti, gib mal Bash nochmal an Munition und dann gibst du dir selbst nochmal ein. Und dann nimmst du das Vierer. Battle Extreme. Ja, willst du es nicht mitnehmen? Ich muss dir das Bash geben. Sag, Bella, sag dir mal guten Tag. Also, ich zitiere gerade mal aus meinem Chat: Sag der Lasagne mal guten Tag, von Buddha-Gott. Lasagne? Wer ist Lasagne? Ich weiß nicht. Ich zitiere nur. Oh, I present. Langnase hat er geschrieben. Ach, Langnase, entschuldige. Oh. Okay, entschuldige. Ah. Lag's daran, dass ich mir das eingebildet habe. Oh. Ich weiß nicht, ob es die Person ist, aber ich weiß nicht, was er. Ich glaube, ich weiß, was er mit Langnasen meint. Langnase? Keine Sorge, wir haben die Langnasen ausradiert. Aber ich hätte jetzt echt gerne Lasagne davon abgesehen. Ja, sicher. Verstecken sich im Dachboden. Keine Sorge. Die haben wir schon ausgeräuchert. Haben wir vertrieben aus dem Dachboden. Langnase. Aber wir müssen noch in den Keller, da sind auch noch welche. Okay. Oh, hier rein. Macht's euch gemütlich. Gemütlich! Jetzt kommt der entspannte Teil des Levels. Ach so, da kann der Abend beginnen. Muss mal Hopfenbooster. Hopfenbooster. Mhm. Das ist so eine Erfindung aus Kaisern und Co. Nein! Tschüss!
ist ja okay. Ich hab die Dings. Alles gut, ihr könnt gehen. Hab's auf wie? Geil. Hopfenbus ist so Ecke Kaisenmod da. Ein Bierchen. So, geht. Ihr könnt schon mal den Raum preparen, wo wir jetzt gerne noch in die Schule gehen. Hier die Cargo, die Lunchbox, der Curry King. Der Curry King, ein Wein. Oh, wir haben ein Problem. Ja, ich sehe es gerade. Die Tür ist zu. Nee, die Tür ist kaputt. Tür ist zu, ja, nicht. Das geht. Ich weiß ja nicht, warum die kaputt ist, aber das geht schon. War die das letzte Mal nicht auch schon leicht gedamaged? Ich kann mir gut vorstellen, dass die einer zugemacht hat aus gut Mut und dann halt durch den Scan, den wir gemacht haben, ist sie halt kaputt gegangen. Ah, schade. Ja, das ist so. Aber gut, aber ganz ehrlich, wenn die halt garantiert von oben kommen, dann tun wir halt ein bisschen Schrauben dazu. Wichtig ist, dass du diese Tür da unten einschrauben tust, bitte. Möchte ich? Ja. Wenn die da unten kommen, ist kacke. Na gut, dann check ich mal. Wenn die von da oben kommen, ist nicht so tragisch, weil wir können die brauchen eh ewig. Das ist eh der letzte Scare davon abgesehen. Weil die müssen ja ohnehin zwangsläufig hier über den Weg kommen. Ja, und du kannst auch den Sentry wieder auf die Box stellen. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja. Ich nehme die Turbine mit. Brauchen wir den? Damit wir die goldene Turbine kriegen. Die goldene Turbine, was? Die goldene Turbine. Hier noch. Ja, wo hast du die Sentry hingestellt? Kann ich die hier hinstellen? Das kannst du, aber ja. Es kann sein, dass wir da einen Scan haben. Deswegen stell sie lieber mal hier auf die Box. Na, ich wollte nur gucken. Hast du die Alpha? Nee, was für ein Alpha? Rundown 6? Okay. Der hat mich gefragt, ob ich die Alpha schon gespielt habe. Ja, ich hab die schon gespielt. Die ist sehr spooky. Aber irgendwie cool war das, aber auch irgendwie. Man hat gemerkt, dass da viele Level nur so da waren. Da waren keine Gegner drin. Aber es war schon ganz cool, waren andere Erfahrungen. Und die Scouts, die waren sehr lecker. Die konntest du auch von hinten töten. Und welcher Alpha spricht er? Der Kollege hier hat mir aus geheimen Quellen eine Alpha-Version von GTFO geschickt, die ich dann gespielt habe. Ist das die R6? Oder die alle oder vor Rundown? Alpha, okay, verstehe. Genau. Da waren noch viele Dinge anders. Abfahrt! Let's go. Ja, das verstehe ich. Ich muss sagen, dass viele Sachen sehr overpowered waren, besonders die Sentries, die waren schon sehr stark. Die waren aber auch schnell leer. Irgendwie muss ja gebalanced werden. Das einzige, was mich sehr gestört hat, war, dass die Monster eine andere Mechanik hatten, wie sie getriggert werden. Achtung, das ist Oh, Entschuldigung. Die reagieren zurück. Irgendwie nicht auf Licht, sondern die reagierten auf so heftiger haben sie gemacht. Mach der Scan. Er geht zurück. Er ist hier unten. Ich hab den Scan. Stell dich rein. Sie marschieren alle nach unten. Mal gesagt, wie du gestartet hast. Könnt ihr auch die Karo mitnehmen? Oh. Hat er? Das Wichtigere dabei, die Turbine. Auf rein mit dir. Aber ich muss sagen, die Drop-Animation ist cooler in der Alpha. Weil du bist irgendwie so voll in die Fresse bist so runtergefahren. Normalerweise fährt man so ganz entspannt hier runter. In der Alpha bist du so richtig mit dem Gesicht nach unten runtergefallen. War so war das aber auch cool. in dem Video, was die announced hatten. Ja genau, im Trailer oder so. In irgendeinem Video war das auch.
wenn ich das hier sehe, wie die da kommen, dann muss ich mir immer kurz das Grünfluss vorstellen. Oh, die dürfen nicht über die polnische Grenze. Die polnische Grenze? So gut, ey. Vielleicht sind die, hier sind doch bestimmt noch irgendwo hier so ein paar Dinger versteckt. Gucken. Hier. Aua. Hier ist mit Ohne Freund. GG! Wir haben zwei Tage. Ja, moin. Ich wusste es ganz genau, dass du gucken willst. Ich wusste auch, dass du. Ne, hat sich schon extra umgedreht. Aber ich hab schneller gezogen. Hat er? Ich hab auch geschossen. Ich hab auch keinen Hitmark. Eieiei. Ja, moin. So, erstmal einen schönen Screenshot machen. Und Abfahrt. Oh, Booster. Hopfenbooster. Das hab ich bekommen. Was für Booster, ey. Junge. Ich hab bekommen. Wo ist mein Discord? Alter, plus 9, what the fuck? Oh, was ist das denn? 99% Region Speed. Okay, cool, glaube ich. So, wie wär's denn jetzt mit C1? So ein schönes Uplink-Level, so ein entspanntes. Bin raus für heute, Mau. Muss mal wieder früh raus. Aber morgen können wir gerne mal eine weitere Runde drehen. So ab 8 Uhr aufwärts. Davor sind wir noch bei Far Cry New Dawn unterwegs. Hm. Das ist das Neue, oder? Nee, Far Cry 6 ist das ganz Neue. Und das ganz Neue ist halt übelst enttäuschend. Deswegen sind wir wieder zu dem Vorgänger gewechselt. Ich habe aber gesehen, dass es beim Neuen irgendwie gibt es ein cooles DLC mit Vars. Ich glaube, da würde es sich mal lohnen, da mal reinzugucken. Vars war ja der Antagonist im dritten Teil. Der war jetzt schon ziemlich cool. Hat sich einer gemerkt, wie lange wir gebraucht haben? Ich habe das gerade nicht auf dem Screenshot gehabt. 50 Minuten. 50? Ja, 52 Minuten oder so. 52, okay. Es war jetzt kein Speedrun. Na. Nochmal eine schnelle A2-Nummer. Ja, halt zum Durchrennen. Ich weiß nicht, mir ist das egal. Ich frag die anderen, ob sie wollen. Ich habe euch alle gefragt. Ja. Willst du alles machen dann, oder? Alles in A2? Ja. Einfach mal durchrennen. Jo. Hammer hoch und gib ihm. Aber wir machen dann schon alles in A2, ne? Mit alles mit Overload, mit Festplatte und allem drum und dran? Ja klar, das geht ja schnell. Okay, dann Abfahrt. Ich nehme hier noch schnell eine Waffe. Dann gehe ich. Ich muss auch mal ein bisschen irgendwas wasten gerade. Das ist ein Spaß, ich meine, der mit Schluss ist bestimmt, mal, ja, können, mega. Damit es noch schneller geht, wir nehmen erst die HSU, laden sie vor im Scan, einer bleibt dann da stehen, dann machen wir die Overlord-Tür auf, rennen alle drei rein, einer, dann schnappen wir uns das Ding und dann kann derjenige am Scan reinspringen. Ja. Ach, ich weiß, was du meinst, wobei ich hatte es auch mal anders gespielt, und zwar sind drei Stück zurückgegangen zum Extraction. Und einer hat die Overlord aufgemacht, ist an der Mutter vorbeigerannt. Ja, aber das ist nicht, ob er das schafft. Genau, dass die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn da drei Leute reingehen, als wenn da einer. Okay, die anderen beiden versuchen zu tanken und der andere rennt einfach durch. Das Ding steht immer an derselben Stelle. Da ist auch jetzt mittlerweile kein Schloss mehr davor. Warum kein Schloss mehr davor? Doch, manchmal. Vorher war da immer ein Hacking-Schloss, aber jetzt haben sie es irgendwie entfernt. Nee, also ich habe das gestern oder so gemacht, da war auch ein Hacking-Schloss. Also ich bin mit Lockmeltern rein und habe das Ding geholt. Okay. Also wo ich das letzte Mal gemacht habe, da war kein Dings davor. Dann kann es sein, dass es Zufall ist. Okay. So, nehme ich aber mal hier mal was Lustiges mit. Habe ich denn irgendwelche Special Damage? Ja, komm hier. Ja, ich mach Main Damage. Erzähl Jante jetzt hier nicht die eine, die deine Main Waffe, die brauchst du jetzt nicht mitnehmen, die bringt uns nix. Jo, ich geh dumm geil Bild. Das Trollgeil Bild meinst du? Nein, dumm geil.
Abfahrt. Ich glaube, er kann noch was ausgehen. Ja, nee, alles gut. Ich habe halt bei Aggressive, ich habe einfach nur mit in Bioscan. Aber jeder einzelne und einen Supply Booster. Also scheißegal. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendeinen Bioscan Special Damage oder sowas. Plus 30%. Das ist halt eigentlich jetzt wasted, aber wenn ihr noch drei Charges und keine Ahnung. Finde ich nicht so krass geil. Also ich habe gerade den Screenshot von Mod da gesehen, wieso trägt er das Zeug alleine rum? Ja, das habe ich auch gewählt. Ja, passt schon. I can't remember what we're here for. Oh, some shit the warden wants, really. Thank you. Hop the Glowsticks und ein Tool. Ich nehm Glowsticks. On me! We must bioscan! Lots of places for bad shit to happen. Bad shit to happen. Guck mal, Lockmeter. Ich will gleich den Lock. Also wir machen jetzt schon Ramazamba, ne? Ajo. Das war die Grundidee. Ach du Scheiße, jetzt richtig Ramazamba. Hey, tschüss. Ich bin mal Ramazamba drin. Hier ist wirklich... Woods. Ging doch. Tatsächlich, ja. Wie kann er da? Ich glaube, die waren wirklich alle an dem beim Schuss waren. Ich habe eine Cargo im Augenwinkel gesehen, die sah nur so aus. Lustig, dass die Cargo, die wir gerade weitergetragen haben, jetzt hier gerade ist holen müssen. Hat er schon wahrscheinlich irgendwo so einen Story-Charakter. Naja, bevor man so ein Level startet, steht ja auch immer, da steht ja auch immer ein bisschen Text dabei, so was wir überhaupt generell hier machen. Da steht ja nicht nur, ja mach mal jetzt hier das Licht aus. So, ja gut, aber das sind eher Bordfetzen gefühlt. Oh, denkst du? Weil manche Level haben schon einen Zusammenhang. Das ist schon ein Grund, warum wir das machen. Nee, der steht direkt vor meiner Fresse. Im Rücken zu mir. Ach ja, stimmt. Ja. Kannst du mal einen Glowstick zu dem hinwerfen? Mach ich. Pass auf. Jo! Hat er nicht erwischt. Alter! Nee. Ganz ruhig. Look out for the fingers. One touch. And we are overrun with monsters. Stopp. Ja, tschüss. Können rausgehen. Nice, aber da war es ganz vorne gleich. Nein, ich muss den Skirt schütteln. Ihr könnt schon auf meinen Weg rausgehen. Ja, Maus, Wort, Monk-Tanz. Dann schicke ich dir mal alles in Glowsticks, was ich hab. Ach man, jetzt ist eine sichere Safe-Zone. Ja. Was? Schieß nur einfach weg, Digga. Ja, alles gut, scheiß drauf. Ich kann mal was. Wir wollten ihn schnelles machen. Ja, ist richtig. Abfahrt. Ich hab einen geholt. Mausch draußen? Ja. Na, da passt doch. Na, Schaden hätte ich jetzt nicht mehr. Noch doch. Ist ja nur ein Zweier-Scan, der ist schneller vorbei zu kommen als. Ja, egal. Lass sie alle mal gatern, dann ist es gut.
Ich habe damals mit einem Freund, da sind wir, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber wir sind zu Anfängern reingegangen, die A2 spielen wollten. Und dann haben wir immer beide Bluttüren gleichzeitig einfach geöffnet, ohne was zu sagen. Und haben uns dann so einen Scherz gemacht. Das ist ja, GTFO eignet sich halt auch zum Trollen. Die Anfänger wissen ja nicht mal, was das ist, und dann wundern sie sich auch immer, wie würde dieser so geswarmt werden mit 30 Gegnern. Ich pull die direkt raus, ne? Also schieß da direkt am. Ah jo, hau rein. Habt ihr jetzt keine Zeit durchzuschleichen? Aber der Dunkelheit sowieso nicht. Hat, glaube ich, keiner gehört. Ah, jetzt. Da kommen noch mehr. Ah jo. Ich hab jemanden abgeschossen. Ja, das war ich. Da bin ich gerade kurz gestackt gewesen, schade. Nein, ich bin... Echt jetzt? Oh. Ah nee, guck mal, Maus, aber 100% safe. Ich weiß ja nicht, was ihr da macht, ne? Ihr lauft da einfach rein. Das ist ganz einfach, ich wollte einfach mit dem Hammer mal ein bisschen machen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man jetzt da AK reinläuft. Natürlich, Reaktionstest. Wie schnell kannst du den Finger vom Abzug nehmen? Saftige Klöten ins Gesicht. So, wo ist der blöde Key? Ja, da müssen wir zum Terminal erstmal. Ja, hätte man vorher machen können. Sekunde, ich geh mal. Ich bin schon. 18. 18? Okay. Was ist denn das? Okay. Warum wurde getriggert? Anderes durchgelaufen zu euch. Oh jo. Hätte schon mal sein können. Don't wake them up. Wo? Bei Mau? Ja, alles gut. Einer blockiert den Spawn, oder? Ja, ich bin hinten. Ach, sehr nice. Oh. Sind irgendwo wach geworden, die Jungs. Ey, und? Der hat überlebt. Da sind noch 1-2. Sind aber Shooter. Ja, und noch ein kleiner. Ah! Das klang jetzt aber nicht so danach, als hättest du Schaden bekommen, sondern eher noch was anderes. Ach, ich hab 5er Schaden bekommen, war das safe. Ich war über 20%, von daher. Okay, also. Hier sind 2 Gegner oder mehr. Sleepers here. Don't alert them. Hier ist das Tunnel.
Ah, das ist in einem Raum, der richtig voll ist. Da sind richtig viele Gegner. Ne? Ist der große? Ah ja, sehe schon. Hätten wir jetzt eine Mine töten können, aber ich habe leider keine Beine. Ach jo, Entspannung. Müsst ihr eh nur den Schlüssel aus. Schafft ihr schon. Ich kann euch aber diese Tür hier aufmachen. Weil ich weiß, dass da nämlich ein Schlagschloss drauf war. Sleepers, don't wake them. Muss ja der Schlüssel sein. Warum ist wach? Jo, alles klar. Und Angriff. Wann räume ich denn keinen Raum? Habt ihr noch nicht den Schlüssel? Doch. Ach, sehr gut. Keiner, was gesagt hat. Ja. Uiuiui. Ah, Treppenback. Ein Treppenback, was? Wieso Treppenback? Ja, wir sind falsch gelandet. Ja. Yep. Das ist auch jedes Mal aufs Neue, ey. Letztes Mal musste mich, glaube ich, Jay hier rausholen. Du darfst niemals ihr Antrieb folgen. Ich darf keine Idee, steckst in Deppel Daylight. Da weiß auch nicht den Weg. Oh, der muss den nicht schießen, den da hinten dran ist direkt ein Scout-Team. Jo. Ich würde sagen, den kann man direkt wegmachen. Der Scout-Flüsterer, der will da schon ran. Ja, meine Held sagt. Nein, Scout. Nein, nix da. Scout-Flüsterer. Bei mir flüstert nur die Helga. Die Helga. Lauf, Scout, lauf. Oh, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen hier. Der Scout ist so schnell weggerannt, Alter. Ach du Vater. Ach, steht er da hinter der Ecke? Jo. Ach, verdammt, die Kacke. Jetzt war ich ein bisschen unterdrückt, weil ich dachte, Jante will ihn nicht klauen. Den hätte ich doch genau Box zu ihm. Oh, wieder Konkurrenzdenken hier. Als ob das am Ende Punkte geben würde. Ja, es gibt nur einen Scout. Das heißt, den kann nur einer töten. Ach, wie immer um die Ehre, ey. Meine Herren. Aber nachdem ich Scout gesagt habe, muss ich echt gestraft werden. Das ist ja klar. Darfst du dich nicht selber loben. Der Scout-Flüsterer, ey. Was flüsterst du dem Scout? Flüsterst du? Wach auf! Wir sind da! Ich flüstere ihm versaute Dinge ins Ohr, wie Pikachu. Oh, geil. Du bist aus wie Pikachu. Komm, lass dich fangen. Hä, wer greift mich die ganze Zeit an? Sind wir keine Fußballer? Bin ich jetzt aber sauer. Hä? Wo ist der letzte? Weil ich sind noch nicht hier vom Granat. Irgendwo googelt's hier schon wieder, ich höre aber nichts. Ich sehe aber nichts. Ja, die Sandwich schießt. Er kommt. Er ist gegen meinen Hammer gelaufen, na sowas. We're not dead. We try to be, but we're not dead. Jo. Dann müssen wir gar nicht viel gucken, dann kommen wir eigentlich schon da los. Dö. Komm,
muss man C4 für die Mutter aufsparen. Oder? Ja, oh, glaube ich nicht. Oh, wir machen eine Grenade. Gut. Natürlich, dass wir kurz hier auf der Dings verteilen. Huch. Lol. Es ist überall hingespritzt und nicht da, wo es hin sollte. Es ist gerade an der Turret abgeprallt. Total geil, ey. Und es war nicht ersichtlich, dass ich hier drauf feuer. Was ist eure Lieblings-SpongeBob-Episode? Ich weiß, es gibt viele gute, aber jeder hat doch die so. Die große graue Pizza, ist die Pizza für dich und die Pizza-Folge fand ich so gut. Die große graue Pizza, ist die Pizza für dich und mich. Die große graue Pizza, die große graue Pizza. Wir sperren die Copyright-Rechten. Ja, genau. Und wo ist mein Softdrink? Ihr was? Mein Softdrink. Wie glauben Sie denn, wie ich eine Pizza esse ohne Softdrink? Na, da war die Pizza vollkommen zum Arsch. Ganz unten ist noch eins drin. Oh. Nicht beißen. Ah, du Wichser! Soll nicht gemein werden. Ein Herz fürs Liebe. Der hat mich geboxt. Scouts sind auch Freunde. Aber ein bisschen kopflos. Das ist meiner. Warte. Aggressive. Ich sehe mal kurz den Extraction. Extraction saved. Das ist kleine dreckige Langnase. Nicht alle reinlaufen hier bitte. Einer muss draußen stehen. Einer ist doch draußen. Ich bin draußen. Ich sag doch, ich hab den Extraction schon gesaved. Es reicht auch schon, wenn du in dem Raum mit der Brücke stehst. Nee, nee, keine Sorge, das hier ist besser. Das hier ist viel besser. Die können jetzt nur aus einer Ecke kommen. Nee, stimmt nicht, aus zwei Ecken. So, wir heilen uns ab. Wir stellen erst die Karo rein. Dann können wir uns heilen. Und dann. Hat über 21 Euro in Fallout 4 versenkt. Hui! Ist hier schon mal. Ich habe jetzt schon einen. Immer geused. Ich habe hier noch ein Tool. Ich weiß nicht, was jemand jetzt haben will. Teils auf mir. Ich habe eines hinten schon stehen. Voll kurz und grün. Wegen Minen. Habt ihr das schon geholt? Nee, oder? Nein. Hast du den Alarm? Sollt noch preparen? Soll ich mal Minen placen? Wie macht ihr das denn? Rennen wir einfach rein dann, oder? Ja, du kannst ja erstmal hier an diese Box kannst eine legen, dann kannst du, kannst einfach überall Minen machen, dann machen die Minen die Babys halt oder so, keine Ahnung. Ist jetzt nur da, dass die erste Welle, die Babys, die schon im Raum sind, dass die erstmal getötet werden. Wir töten die erstmal, bevor wir da reingehen. Ja, ich weiß. So, ich kann hier nochmal kurz Sachen durchpingen, falls wir irgendwas vergessen haben. Auch wenn noch Munition. Ja, nö. Geht eigentlich noch. Gut. Hier ist aber noch ein Medi. Vielleicht mal einen Schuss, ja. Maus unter 50% mit beiden Waffen. Ne, nicht unter. So, ich hab. Echt der Creation Club? Genau. Okay. Ah, jetzt hab ich nicht mehr. Jetzt hab ich schon mehr. Okay. Also wir haben auch drei C-Form-Granaten.
Okay, ich denke mal, ist das alles prepared. Ich kann ja schon mal das Ding nehmen. Ich kann es ja schon mal zum Dings tragen. Jo. So würde ich jetzt sagen, dann bleibt der Bash dann am Scan stehen und wartet, bis wir ihm das Signal geben. Richtig. Dann holen wir uns den, dann kriegen wir uns den Hard Drive. Hat jemand vielleicht Logmeter dabei? Ich hab Logmeter. Ich hab auch noch. Er kann ja weiterhin stehen bleiben. Ja, nice. Ich bleib hier. Okay, ich bin mit. Okay, die sind hinten rausgekommen. Aus dem Extreme-Bereich. Da lag die Mine auch, da lag die Mine auch rum. Die Mine habe ich von der Stadt weggemacht. Abort. Geht schon mal los. Ja, aber wie gesagt. Kein 100%, ich weiß. Ab mit euch. Ja, nicht vollladen, nur so. Nur damit du nur noch reinspringen musst am Ende. Ich gebe 80% raus. Oder ja, 90, ja. Wie gesagt, wir töten erstmal die Babys und dann stürmen wir. Kriegt er nochmal Heilung von mir vorher. Ich hab ja auch noch eine lustige Siphon-Granate. Ich hab jetzt aber zwei. Was? Okay. Okay. So. Das Interview ist in mir gespawnt. Ja, komm, ich glaube, ich hab sie auch. Komm. Na, kommt da außen rum. Stopp, stopp, stopp. Ja, aber. Frank, zieh den Hebel. Was da du auch, aber Wochenende erst wieder. Stay on it! Wo ist er? Könnte sein, dass einer zu euch auf dem Weg ist? Ein kleiner? Das ist nicht schlimm. Oh ja, die sind noch mit dem Fall auf dem Weg zu euch. Dass sich einen verirrten, das ist die Mutter sein wahrscheinlich. Jetzt hinten in der Ecke. So, lass mich kurz gucken. Ich markiere noch kurz die Mama, die ist so auf der linken Seite. Ist der. Okay. Auf rein da. Guckt am besten nicht in ihre Richtung. Ja. Noch hat sie nicht gespawnt. Oh, ich bin zu weit gelaufen. Hier, das, guck, das ist wieder kein Ding an. Bash, kannst du rein. Bei mir war's halt mal. Lol, die Mutter hat noch nicht gelegt. Komm, das klatsch sie! Ich will sie killen. Vorbei. Ah, da mal den Screenshot. Nice, das Ding. Richtig gut. Oh, ich krieg einen Aggressive Booster. B ist kein guter. Oh, das sieht nach einem Bioscan aus. Shots. Oh, gucke. Oh nein, es ist ein Supply Efficiency. Main Damage 30%. Glowstick. Na super. Glowstick. Okay, aber das kann cool sein. Boah, kann. Jo. So, ich will gerade mal fix auf Twitch gucken, wer noch am Stream ist. Hoffentlich jemand, den ich kenne. Oh, sieht schlecht aus. Warum streamt er noch kaum einer GTFO? Ich verstehe das nicht. Weil der Rundown so alt ist. Die warten alle auf den neuen Rundown. Ja, wahrscheinlich. Ich freue mich schon wieder auf die Kenny Livestreams. Die was für Livestreams? Kenny. Die von Kenny, die Livestreams. Oh ja. Wer ist denn Kenny? Kenn ich jetzt nicht. Random nicht. Kenny? Random Kenny, ja. Kenny kenn ich nicht. Der macht das, was wir gerade gemacht haben, nur in besser. Okay. Guter Mann.
Oh, ich hasse es, Werbung, ey. Das geht mir so gegen gestrichen. Dann ist sie immer noch so fucking lange. Auf YouTube kannst du die wenigstens nach den ersten 5 Sekunden in der Regel überspringen. Das ist echt schlimm, sowas. So. Gucken, was hat denn der 300-Panzer gequetscht, oder? Boah, ich würde sagen, da kann ich mal hinraiden. Das sieht ganz, ganz passabel aus. Juck, juck. So, dann noch einen wunderschönen Abend an euch. Morgen geht's immer weiter, so gegen 6 Uhr, also 18 Uhr abends, mit Far Cry New Dawn. Und danach wahrscheinlich wieder eine ganze Ecke GTFO-Hochler. Hier passiert. Und vielen, vielen Dank für den Follow. So, das appreciate that. So Speedruns. Und ich würde sagen, einmal rüber raiden, mal gucken, ein bisschen Spaß haben. Kenne ich noch nicht, also ich werde auch gleich mal kurz dranbleiben, mal gucken, wie das so drauf ist. Und vielleicht auch mal ein Foto da lassen. Hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank für den Support. War ein tolles Publikum. Ich würde gerne meinen, bis dann, ich tschüssi. Ich würde gerne meinen Tass von GTA vorsehen, aber ich glaube nicht, dass das einer machen würde. Sowas wie Summer.